Hallo zusammen, ein ganz herzliches Grüß Gott. Vielleicht könnt ihr es hören, bei mir regnet es fürchterlich und ich werde die Zeit nutzen, um zu sketchen. Ich möchte heute die Vorarbeit meiner Skizze, also die Anlage der Skizze, die ich gemacht habe in dem Video Sketch Simple Istanbul, kolorieren, und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Heute möchte ich ein bisschen Himmel anlegen, wenigstens ein bisschen, dass hier oben das kleine Bäumchen ein bisschen besser rauskommt, und mache das Ganze mit preußisch Blau und Tiefblau. Ich lege mir hier ein bisschen Wasser an, nicht zu viel, gerne da, wo ich auch die Verläufe haben möchte. Und beginne also mit preußisch Blau. Und wenn mir das hier zu kräftig liegt, nehme ich noch mal ein bisschen Wasser dazu und lasse es laufen. Und noch ein klitzekleines bisschen hier in dem Tiefblau. Das reicht. So, ich habe zwei Pinsel. Ich habe also wieder meinen Schlepper und dann habe ich hier einen Synthetikpinsel, der trägt mir die Farbe relativ lang. Ich beginne hier auf der Seite mit meinem hinteren Haus mit Ocker, und es geht tatsächlich bis hier runter. Und hier schon ein kleines bisschen Umbra gebrannt dazu, hier an der Seite. Das kann dann so ein kleines bisschen arbeiten. Und hier das Häuschen, ein bisschen Cadmium Orange hell. Zieh das hier rüber, das geht hier noch so ein bisschen rein, genau. Und hier auch ein kleines bisschen. Umbra gebrannt. Hier oben bin ich sehr dunkel. Ich habe jetzt hier ein Indigo. Das lege ich mir jetzt mal hier rein. Das war zu wässrig. No. Und auch gleich hier unten drunter ein bisschen. Und hier nochmal ein bisschen in meine Fenster. Da oben ist ja Geländer. Da habe ich nichts. Und jetzt haben wir hier das Sienna noch mit rein. Hier auch. Ja. Jetzt nehme ich mir die andere Seite. Da habe ich jetzt einen schönen Gelbton hier. Geht auch bis darunter. Da nehme ich jetzt ein Indischgelb und nochmal echt Gelb, Quatsch, Cadmium Orange hell hier rein. Wenn wir direkt gucken, wo wir da sind. Hier.
Hier, hier. Da oben nehme ich dann wieder Ora gebrannt. Ziehen wir das ein bisschen hier runter und hier auch in die Dachschräge. Das ist Sienna und so, hier oben bin ich jetzt erstmal mit einem Maigrün unterwegs. Dazu habe ich mir ein Phthalo-Grün angemischt mit ein bisschen Gelb. Darf sogar noch gelber werden. Und auch die Streben. Dann haben wir hier unten drunter Schatten. Den nehme ich gleich auf mit Indigo. Dann kann das da oben auch ein bisschen laufen. Hier auch. Und hier unten drunter. Und da habe ich wieder was unterschlagen. Für die Seite hier gehe ich ein bisschen in Ockerton rein. Kann ruhig ein bisschen grünlich wirken. Wirkt es etwas schmutziger. Hier unten drunter auch. Und ein kleines bisschen Ora gebrannt. Und jetzt lege ich mir hier ein bisschen Wasser hin. Und auch hier. Ora gebrannt mit Sienna. Das ist der Pinsel so klein, deswegen nehme ich mir jetzt mal den größeren wieder, dass das hier auch ein bisschen läuft. Hier habe ich jetzt ein ganz schmutziges Grün, würde ich jetzt mal sagen, bei diesen Teilen hier. Und hier habe ich wieder ein Türkis gemischt mit ein bisschen Blau. Also, beziehungsweise das Phthalo-Grün gemischt mit Blau. Und hier brauchen wir es klar. Da lege ich mir noch ein bisschen Kobalt-Türkis mit ein. Das hier nehmen wir dann für den Schattenbereich. Und hier unten würde ich sagen, nehme ich ein schönes Oliv. Mit ein bisschen, ja, Indigo.
Gehe aber erstmal mit einem helleren Ton drüber, weil ich das nachher wieder etwas schmutziger haben möchte. Und komme hier schon gleich mit dem etwas dunkleren. Und möchte hier ein bisschen den Ton mit einbringen. Hier auch erstmal beide, oder? Ja. Mit Grün und wenn es dann trocken ist, mache ich das ein bisschen auf Alt und hier mit dem dunkleren. Das verträgt ein bisschen Gelb hier. Und hier. Etwas dunkler und komme jetzt hier mit der hellen Seite. Bisschen Indigo noch. Also auch nochmal Indigo. Lege ich mir hier unten auch noch mal ein bisschen Schatten an. Und hier jetzt mit meinem Grün.
hier oben, wo die Fenster Gardinen haben. Ein bisschen Firna mit. So. Die Mischung hier auch. Die Tafel hier unten, dafür nehme ich jetzt ein bisschen Rutilgelb. Und hier innen drin. Das Auto lasse ich weiß. Das da hinten, das machen wir schön blau. Das Fenster hier ist gelb. Das ist weiß. Und das lasse ich jetzt trocknen und arbeite das dann aus. Hier lege ich mir noch ein bisschen Blau hin, die Bestrebung. Genau, dann sehen wir uns wieder, wenn es richtig schön durchgetrocknet ist. Ja, nun ist alles schön getrocknet, aber mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen bei näherer Betrachtungsweise und die hole ich jetzt nach. Hier zum Beispiel habe ich die Treppe unterschlagen. Dazu nehme ich ein ganz lindes Umbra gebrannt. Mit ein bisschen Wandig hier an der Ecke, dass wir schon mal ein bisschen dunkler werden. Und auch hier möchte ich noch ein bisschen Schmutz reinkriegen. Deswegen mit trockenem Pinsel drüber ziehen. Hier mein Gehsteig, der verträgt hier auch noch etwas.
Dazu auch ein Umbra. Ich gehe jetzt hier tatsächlich etwas dunkler rein, um auch hier die unterschiedliche Färbung der Pflastersteine zu markieren. Und gehe hier nochmal mit einem trockenen Pinsel drüber, damit ich die Struktur des Papiers ein bisschen hervorhebe. Das gleiche mache ich hier auch nochmal mit einem trockenen Türkis. Einfach mal hier locker drüber gehen. Da hat man dann das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen verschmutzt. Und hier auch ein kleines bisschen verhalten. Ich mag das gerne. Dann liegt es nicht so brav. Hier vertragen wir auch noch ein bisschen was. Genau. Und hier habe ich nämlich noch mit ein bisschen Wandig und Türkis gehe ich hier noch rein und hole mir da die Fensternische noch raus. Das ist das eine. Und hier oben habe ich, das war zu viel Wasser, ein bisschen dunkler. Dann diese Tafel. Auch hier unten drunter. Und jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Neutraltinte und lege mir auch hier so ein bisschen Schatten an. Jetzt beginne ich meine Ausarbeitung mit Tusche im Wechsel mit einem wasserfesten Feinliner. Das sind also wieder meine zwei Stifte. Hier unten drunter darf ich gerne schon etwas dunkler sein. Auch hier. In den Ecken, da kann man ja reinschauen. Das Fenster hier. Ist ziemlich dunkel. Und hier haben wir nur eine kleine graue Färbung. Hier oben auch, hier bin ich etwas alt, der verkehrte. Hier bin ich etwas dunkler. Deswegen lege ich mir die Tusche rein und ziehe das mit Wasser nach.
kommt jetzt hier die Ausarbeitung ein bisschen der Ecken. Das Fenster hier ist auch dunkel. Hier haben wir sichtbar Gardinen und öffnen wir ein bisschen. Und hier nehme ich noch mal ein bisschen Gelb auf. Hier unten drunter habe ich auch ein bisschen Schatten. Hier lege ich mir auch ein bisschen Gelb rein, damit ich das ein bisschen abhebe. Ja, die Verletzungen der Mauer. Und jetzt noch ein kleines bisschen unser Auto. Wenn man den falschen Stift nicht nimmt, kann es nicht gehen.
Hier auch noch. Ein bisschen. So. Also ihr seht, die müssen wirklich nicht alle gerade sein. Ich finde, das Wichtigste ist immer, dass es harmoniert, was man macht. Ich kann auf dem Bild nicht sehen, wie es hier weitergeht, deswegen unterstelle ich einfach mal, dass die hier zusammenkommen. Ich denke mal, jetzt sind wir schon fertig, beziehungsweise ich bin fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch eine wunderbare Zeit. Wie ihr seht, ich finde immer wieder etwas, wo man noch so ein bisschen spielen kann. Und wie immer, den Absprung nicht vergessen, bevor es zu überladen ist. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Sketcht, wann immer ihr sketchen könnt. Es ist einfach wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.